Herr Schmelter, warum engagiert sich DMI für die Entscheiderfabrik? Ja, die Entscheiderfabrik ist aus unserer Sicht eine der wichtigsten Initiativen für Innovationen und auch für Interoperabilität im Gesundheitswesen. Was besonders ist an der Entscheiderfabrik, ist, dass sie die Entscheider letztendlich auf der Krankenhausebene zusammenführt, die Entscheider aus dem kaufmännischen Bereich, die Geschäftsführer und eben die IT-Leiter, die einen, die eben für die Umsetzung IT-gestützter Projekte verantwortlich sind und die anderen, die eben für den wirtschaftlichen Erfolg des Krankenhauses verantwortlich sind. Und das macht die Entscheiderfabrik aus und hebt sie auch ab von anderen Verbänden. Wobei genau das ein weiterer Aspekt ist, dass es eben die Entscheiderfabrik Pierre-Michael Meyer geschafft hat, eben viele Verbände, die wichtigsten Verbände, auch als Förderer der Entscheiderfabrik dann auch mit ins Boot zu holen. Warum haben Sie sich entschieden, hier in Mittelsachsen als Gastgeber auch zu agieren? Ja, Pierre-Michael Meyer hat mich letztes Jahr angesprochen und eben aus den gesagten Gründen war es für uns dann auch irgendwo klar, Ja zu sagen. Jetzt passt auch, dass hier der Standort in Sachsen in Leisnig sein 20-jähriges Jubiläum hat. Wir werden im September hier auch die BVETG-Mitgliederversammlung haben. Und für uns ist es sehr positiv, einmal natürlich die Entscheiderfabrik zu unterstützen. Wir haben hier sehr schöne Lokationen, auch in dem Seminarhotel, Kongresshotel, Kloster Nimschen. Da kann man in Ruhe arbeiten. Das ist eine schöne Atmosphäre. Man merkt auch, dass die Gäste sich wohlfühlen, schon jetzt nach einem Tag oder nach einem guten halben Tag. Und darüber hinaus natürlich haben wir dann auch die Möglichkeit, unser Unternehmen zu präsentieren. Es sind immerhin aus über 15 Krankenhäusern Repräsentanten hier. Es sind ganz wichtige Berater, Krankenhausberater hier vor Ort. Und das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, auch unser Unternehmen zu zeigen.